Woran arbeitest du denn gerade? An so einer Art Daumenkino. So nenne ich die intern. Das sind kleine Kopfstützen, die in dem Katalog auch schon zu sehen waren in der Passauer Ausstellung. Mhm. Das sind aber fast schon Porträts, große, ja, von Kopfstützen ausgehenden Keramiken. Und jetzt mache ich gerade ganz kleine. Vielleicht erklärst du nochmal, was du mit Daumenkino meinst. Also was heißt, also ich kenne natürlich ein Daumenkino, aber das ist so ein bisschen matsch-matsch, fertig. Ach so, tatsächlich, du formst quasi... Soll ich mal eine holen? Ja. So. Oder am besten, ihr kommt mal her, weil hier sind alle. Also es sind 300 Stück. Und das sind halt die Minis. Und hinter uns sind die größeren. Und mit Kopfstütze meine ich wirklich von so einer alten Kopfstütze ausgehend. Es gibt so eine Gabel, eine Art Hals, eine Art Fuß. Gab es zum Beispiel im alten Ägypten zum Schlafen für eine sehr prachtvolle Frisur, die den Boden nicht berühren darf, hat man da so Hölzchen. Und meistens sind die auch sehr schön verziert. Und es gibt irre Formen. Und aber immer in der Logik, dass ein Kopf sich darauf aufstützen kann. Und ich habe 2016 zum ersten Mal im Louvre die so richtig wahrgenommen und festgestellt, weil da gab es eine, die hat so ein bisschen Klick gemacht, die sah aus wie eine Art Porträt. Man braucht eigentlich überhaupt gar kein Gesicht mehr, sondern man vollendet das Ganze so in einem einzigen Stück. Seit wann arbeitest du als Künstlerin? Ich kann das gar nicht so genau benennen. Kannst du benennen, wann du so richtig angefangen hast mit deinem Verlag, ja? Ab dem Moment, wo du quasi es öffentlich machst? Nee, ab dem Tag, wo ich beim Gewerbeamt war. Aha, okay. Aber als Künstlerin zu denken und sich so zu fühlen, kam eigentlich sozusagen mit der Entscheidung, an die Kunstakademie zu gehen. Und davor gab es diese Unsicherheit, sollte ich Künstlerin sein oder nicht, also beruflich. Hm. Und das nur halbherzig zu machen, bringt ja gar nichts. Hm. Also entweder oder. Hast du davor gemacht? Ich habe Kunstpädagogik und Anglistik im Wuppertal studiert. Jetzt habe ich Studierende in der Bergischen Uni, also da, wo ich auch vorher studiert habe, nur bei den Designern, mit denen ich experimentelles Gestalten mache. Hm. Also das fließt so alles ineinander und es fühlt sich viel logischer an, als wenn ich auf Lehramt studiert hätte natürlich. Mhm. Jetzt erkläre ich euch mal die Welt, die Realität. Ich weiß, es ist ziemlich kalt hier, so ist es, aber wisst ihr was? Dann habe ich so USB angeschlossene, die kann man aufladen, so Innensohlen in Schuhen. Und die sind meine Rettung. Ich kann halt wirklich lange arbeiten, wenn die Füße nicht kalt werden. Guck mal, ich habe dir auch noch was mitgebracht. Pesto, nee. Doch, habe ich in meiner Jackentasche gerade gefunden und ich dachte, wenn du dir mal, wenn du mal Hunger hast. Das ist lustig, weil hier stehen jede Menge Glasuren, vielleicht sollte ich mal mit Pesto umgehen. Ja, also deswegen, ich habe gerade eben, also das Pesto ist, ich habe es gestern gekauft und dann gesucht heute. Mhm. Und eben ist es mir quasi aus der Tasche gefallen, da war es dann plötzlich da und jetzt habe ich deine ganzen Glasuren gesehen und dachte, vielleicht kannst du es gebrauchen. Das ist ein Ding. Ja, ich mache dazwischen auch nicht so ernste Sachen. Das wird eine Gabel, ne? Die kann man auch wirklich im täglichen Gebrauch auch nutzen. Mhm. Ja. Also das heißt, da könntest du mich einladen zu Spaghetti mit Pesto? Ja. Der Grund, warum wir ja auch hier sind, ist ja dein Buch, was bei uns erschienen ist. Das ist ja dein erstes Buch. Oder dein viertes Buch ist das? Also die anderen machen mehr Büchlein. Mhm. Das ist jetzt echt normal. Wie kamst du zu dem Titel? Meinst du dich damit selbst? Auch. Man könnte ja auch in eine Ausstellung gehen mit dem Titel und sich natürlich fragen, soll ich jetzt etwa Angst haben vor Claudia Mann? Soll ich Angst haben vor ihren Arbeiten? Soll ich Angst haben vor dieser oder jener Skulptur? Es geht ja eigentlich um diesen Zustand, sich zu konfrontieren und den Begriff Angst zu benutzen, ist ein bisschen, also der Hausmeister hier von dem Gelände, auf dem mein Atelier ist, hat gesagt, nö, also wenn ich ins Kino gehe und ein Film so heißt, dann gucke ich mir nicht an, ich möchte mir doch was Schönes angucken.
Es geht also gleichwohl um die Auseinandersetzung von einem Besucher mit dem, was er da sieht und wie viel Nähe er sich dazu leistet und wie viel er nachlesen mag oder sie. Und natürlich geht es darum, wie weit gehe ich mit meiner Arbeit, wie weit tief ich noch weiter grabe. Mir ist es halt total ernst mit Skulptur und einer harten Auseinandersetzung damit. Mhm. Und das fordert natürlich auch meine eigene Schwelle zu übertreten. Selbst wenn ich 300 kleine Miniaturen mache, sieht man so eine Art Entwicklung in denen auch, ne? Vor allem dann. Und das macht nicht nur Freude zu sehen, ach so, da war ich noch sehr zögerlich und jetzt fange ich mal an, mich zu trauen, dieses Material jetzt mal zu benutzen. Gut, es könnte sein, dass die jetzt explodiert beim Brennen, aber das ist egal. Also, und das ist rein technisch. Ich meine das natürlich auch von der inneren Konstitution her. Dieses Buch ist ja erschienen zu deiner Ausstellung in Passau. Also Marion Borscheuer ist Direktorin des Museums. Und wir kennen uns aus dem Limburg-Museum. Mhm. Dort war sie Kustodin. Und ich war dort zu einer Gruppenausstellung eingeladen. Mhm. Und so begann quasi der Kontakt, der stetig wuchs. 300 Stück. Ja. Das ist ein bisschen viel. Wie kommst du zu dieser Zahl? Hatte ich Bock drauf. Weil man dann ja erst sieht, was sich so tut. Mhm, okay. Das ist eigentlich eine Arbeit. Ich mache auch noch eine, da setze ich die ins Regal an der Wand, sodass man das auch wirklich mal sieht. Im Grunde genommen, wenn man so groß arbeitet, passiert das Gleiche. Da musst du halt immer noch die nächste machen, weil die letzte Arbeit gibt die Antwort für die nächste. Und es gibt eine neue Frage oder einen neuen Kanal. Oder man muss dazu jetzt dieses Buch lesen, das einem plötzlich wieder einfällt. Kriegt ihr jetzt Weihnachtsgeld eigentlich jetzt? So ich krieg Weihnachtsgeld. Ich bin nur damit unter Druck gesetzt. Ich komme aus der Sache nicht mehr raus.